Wahnsinnsstimmung nach dem Frühstück. Wir freuen uns alle voll Kanne auf diesen Tag. Ist alles ein Traum hier. Endlich regnet es mal, ist so richtig schlechtes Wetter. Super. Jo, das ist Kitesurfen. Es regnet, es gießt und wir sind frisch wie der junge Frühling. Wie war's heute? Fantastisch. Was hast du geschafft, Mann? Eine volle Strecke. Das ist ja ein Traum. Sehr gut. So weit, wie du noch nie gefahren bist, ne? Ja, Rekord. Sehr schön. Und das hier bei diesem absoluten Traumwetter. Ja. Auf dem Weg zur Arbeit. Also ich bin gerade völlig selig. Peter von Boardway hier, unserer Kiteschule in Leusin, hat uns gerade erklärt nochmal, wie man mit dem Soul von Flysurfer so richtig hoch sich ausschießt. Es ist unfassbar. Es hat so einen Bock gemacht und es ging so hoch hinaus. Und es ist so cool, wenn man so technische Tricks kriegt und dann so viel Spaß haben kann. Wahnsinn. So, die Wart 1 heute. Ich hatte mein Erfolgserlebnis des Tages. Warte, wir müssen erst den Sommer wegmachen. So, jetzt geht's weiter. Ich bin weiter oben angekommen, als ich losgefahren bin. Das yes, war mein Ziel. Super! Blau-Algen-Look, also Anti-Blau-Algen-Look. Und hier hinten sind Benny und Ruben und machen das richtig gut. So sieht das aus, wenn man bei Boardway Kitesurfen lernt, vorher nichts konnte und einfach mal eine Woche in Leusin ist. Unglaublich. Aber ich glaube, es hilft auch 19 Jahre alt und sehr sportlich zu sein. Herzlichen Glückwunsch, total cool. Jawohl, Ruben, super! Der hat den Kitesurfen gelernt, jawohl! Von 0 auf 100. Hey ho! Der Benny fährt wie ein König. Und das ist unser René. Hey ho! René, du bist hier mit aufs Kitecamp gefahren. Wir haben uns auf Fehmarn kennengelernt am Strand. Was haben dir persönlich diese Morgenrunden gebracht? Das war eine interessante... Es ist einfach super witzig mit dir. Wie fandst du den Austausch in den Morgenrunden und die Themen? Die Themen haben wir ja selbst ausgesucht. Die waren auch recht abwechslungsreich, sodass wir also auch den Einfluss hatten, die Themen, über die wir reden wollen, auch zu besprechen. Und von da gesehen war die Beteiligung an diesen Gesprächen sehr gut. Jeder hat sich eingebracht, das war äußerst interessant. Ich wünsche dir Gottes Segen, Geborgenheit im Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen.